In der Regel halten die Hüften so 15 bis 20 Jahre. Dann bin ich halt durchs Arbeitsamt ins BBW gekommen. Die gehumpelt sind, noch tausendmal schlimmer wie ich gehumpelt sind, einfach nicht mehr gemeldet, weil sie sich das wahrscheinlich nicht zugetraut haben, mich dort einzustellen. Ich bin der Gerald, 34 Jahre und komme aus Potsdam. Wie kam es dazu, dass du mit Udo gemeinsam Normalo TV gegründet hast? Warum so eine schwere Frage am Anfang? Oh Mann. Eines Tages haben wir uns abends gedacht, wir müssen doch irgendwas in der Welt verändern. Und da haben wir uns gedacht, gründen wir doch einfach einen YouTube-Kanal. Und daraus entstand dann halt Normalo TV. Warum machst du persönlich Normalo TV? Um in der Welt durch die Videos halt ein bisschen zu zeigen, dass auch Menschen mit einer Behinderung normal sein können und ja, das in der Welt einfach zu zeigen. Wie hast du Udo eigentlich kennengelernt? Udo habe ich in der Ausbildung kennengelernt, weil wir dieselbe Ausbildung gemacht haben. Was hast du für eine Behinderung? Ich habe bzw. hatte eine Hüftdysplasie, umgangssprachlich auch gesagt, eine ausgekugelte Hüfte. Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, wie ich schon gesagt habe, also umgangssprachlich halt eine ausgekugelte Hüfte. Also die Hüfte liegt nicht wie bei normalen Menschen in der Pfanne, sondern hängt ein Stück raus und hoch. Und dadurch kommt halt eine Beindifferenz zustande, die bei mir bei 5 cm liegt. Wie wird deine Beindifferenz von 5 cm ausgeglichen? Ganz einfach, durch eine Schuherhöhung. Beim Kauf von Schuhen muss ich halt darauf achten, dass ich flache Schuhe habe, damit der orthopädische Schuhmacher da ordentlich eine Sohle drunter setzen kann. Wurde deine Hüftdysplasie mit einer Operation behoben? Behoben? Ja, auf jeden Fall. Also man hat ja damals als Kind schon gesagt, wenn ich ausgewachsen bin, kann man über eine künstliche Hüftprothese nachdenken, Hüft-Tap auch. Und das wurde bei mir 2009 und 2011 gemacht. Einmal rechts, einmal links. Wie war es für dich, zwei neue Hüften zu bekommen? Anfangs, da die Hüfte an einer anderen Stelle saß, musste ich das Laufen nochmal neu erlernen. Aber danach, lief wie geschmiert danach. Kann man die Hüften für immer behalten? Nein, kann man nicht. In der Regel halten die Hüften so 15 bis 20 Jahre. Hast du neben deiner Schuherhöhung noch andere Hilfsmittel? Also außer die Schuherhöhung, nein. Siehst du Vorteile an deiner Behinderung? Nein. Außer, naja, was viele andere halt auch immer wieder sagen, dass ich halt einen Schwerbehindertenausweis habe, dadurch gewisse Steuervergünstigung und die Wertmarke. Aber das ist reine bürokratische Sache. Wann wurde dir das erste Mal richtig bewusst, dass du offiziell eine Behinderung hast? Puh, gute Frage. Ja, das, also im Kindergarten auf jeden Fall nicht. Ich denke, in der Schule war das. Aber ich wurde halt immer so ganz normal angesehen. Also, und ich war auch in der Hinsicht jetzt nie groß eingeschränkt. Doch, ich weiß, wann mir das erste Mal aufgefallen ist, als ich vom Sportunterricht befreit worden bin in der 7. Klasse. Aufgrund dessen, dass ich keinen leistungsorientierten Sport machen konnte und deshalb nicht benotet werden durfte. Wie gingen deine Eltern mit deiner Behinderung um? Ganz normal, also sie haben das nicht gesehen, dass es eine Behinderung ist. Demzufolge haben sie mich auch alles machen lassen, wie jedes andere Kind. Wie war dein schulischer Werdegang? Vorschule, Grundschule, Gymnasium, dann 11. Klasse abgebrochen, weil ich halt ins Berufsleben starten wollte und das habe ich dann auch gemacht. Dann bin ich halt durchs Arbeitsamt ins BBW gekommen, wo ich ja, wie schon gesagt, den Udo kennengelernt habe. Ja, da habe ich dann die Ausbildung zum Kaufmann im Gesundheitswesen gemacht und ja, das war so Schule, Ausbildung. Du warst also bis zur Ausbildung nicht auf einer Förderschule? Nein, ich war auf keiner Förderschule. Ich war immer auf normalen Regelschulen. Wurdest du in der Schule gemobbt? Ja, es gab von der Oberstufe her welche, die haben immer mal wieder irgendwelche Sprüche losgelassen, aber es war jetzt nicht so, ich habe es eigentlich ignoriert. Ich empfand es nicht als Mobben, die haben sich halt ein bisschen lustig drüber gemacht, wie ich gelaufen bin, weil ich ja ein bisschen humpel. War deine Behinderung schuld daran, dass du vor dem Abitur abgebrochen hast? Nein, das lag nicht an der Behinderung. Das lag an meinem
nicht mehr wollen, Pubertät, raus aus der Schule und ins Arbeitsleben starten. Wie kam es dazu, dass du deine Ausbildung im Berufsbildungswerk gemacht hast? Dadurch, dass ich relativ spontan die 11. Klasse abgebrochen habe und dann einen Termin beim Arbeitsamt hatte und die meinten halt, es wäre doch am sinnvollsten und vielleicht auch am einfachsten, im Berufsbildungswerk eine Ausbildung zu machen. Da habe ich ein Internat und habe gleich die Ausbildung vor der Tür. Hattest du vorher eine Ahnung, was ein Berufsbildungswerk ist? Nein, überhaupt gar nicht. Also ich wusste, dass es für Menschen, die eine körperliche Behinderung haben, ist. Aber ansonsten wusste ich nicht, was es ist. Wie war der erste Eindruck vom Berufsbildungswerk? Dramatisch. Weil, ja, sorry, dass ich jetzt ein bisschen lächle, aber es waren ja wirklich die verschiedensten Behinderungen, die ich so im Alltag überhaupt nicht kannte und nie gesehen habe. Es war schon echt krass gewesen. Was war das für ein erster krasser Eindruck? Beschreib den mal. Es waren halt so viele Rollstuhlfahrer, Leute, die an Rollatoren waren, die gehumpelt sind, noch tausendmal schlimmer wie ich gehumpelt sind. Also ja, eine Einrichtung mit einem Haufen Behinderten, was ich halt nicht kannte. Hast du auch im Internat vom Berufsbildungswerk gewohnt? Ja, ein Jahr lang. Und dann wollte ich da raus. Wie war es für dich, in einer Behinderteneinrichtung zu wohnen? Na, generell war es ja das erste Mal, dass ich zu Hause weg war. Naja, ich würde da jetzt keinen Unterschied machen, ob das jetzt ein Internat ist mit Behinderten oder ohne Behinderten. Aber ja, es war halt komisch. Warum hast du nur ein Jahr im Internat gewohnt? Irgendwann war mir dieses betreute Wohnen im Internat mit den ganzen Betreuern. Und also so habe ich mir das nicht vorgestellt, als ich von zu Hause weg bin. Deswegen bin ich halt ausgezogen und hab mir mit Udo eine neue Wohnung gesucht. Konntest du einfach so aus dem Internat ausziehen? Naja, ich musste da schon mit den Betreuern, mit der Ausbildung, mit dem medizinischen Dienst. Ich glaube, es waren 5 Stationen, die wir da abklappern mussten, von denen wir eine Unterschrift brauchten. Und dann konnten wir ausziehen, ja. Wie war es für dich, mit Udo über 10 Jahre zusammenzuwohnen? 10 Jahre waren das? Krass. Ja, nein, weiß ich selber. Aber ja, es war cool. War es eine gute Entscheidung, im Berufsbildungswerk eine Ausbildung zu machen? Als ich die Ausbildung abgeschlossen habe und erfahren habe, dass es diesen Ausbildungsberuf eigentlich schon gibt und dass das gar nicht so was Neues Gefragtes ist, fand ich es irgendwie nicht mehr so cool. Weil ich halt auch mich 1,5 Jahre danach beworben habe und nie Fuß fassen konnte in dem Beruf. Was vielleicht dieser Stempel BBW auf dem Lebenslauf zur Folge hatte. Ist nur so meine Meinung. Gab es mal eine krasse Ausrede, wo du wusstest, dass deine Behinderung eine Rolle spielt? Eine Ausrede? Eher ignorieren und sich nicht mehr melden, ja. Als ich mich zum Beispiel beim Einzelfallhelferunternehmen beworben hatte, wo ich halt Kinder betreuen soll und was ich mir auch gut vorstellen hätte können, aber die haben sich dann halt einfach nicht mehr gemeldet, weil sie sich das wahrscheinlich nicht zugetraut haben, mich dort einzustellen. Wie sieht für dich eine funktionierende Inklusion aus? Alle unter einem Dach. Ja, was heißt alle unter einem Dach? Lasst alle körperlich Behinderten mit den normalen Menschen in der Schule zum Beispiel lernen. Wenn man neue Verkehrswege baut, setzt alle Bürgersteige ab. Wenn es sowieso neu gebaut wird, dann kann man es doch gleich machen. Und dann geht das für Jung und Alt, für Rollstuhlfahrer, für Nicht-Rollstuhlfahrer und ja. Wenn du 3 Wünsche frei hättest, was würdest du dir wünschen? Finanzielle Unabhängigkeit, ein Haus am See und meine besten Freunde um das Haus am See herum. Hat euch das Video gefallen? Ich denke schon, sonst hättet ihr nicht so lange geschaut. Dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, die Glocke zu drücken, damit ihr kein Video mehr verpasst. Wenn ihr noch eine Frage an mich habt, dann einfach damit in die Kommentare, dann werde ich das für euch beantworten. Und nun könnt ihr noch weiterschauen, indem ihr auf eins dieser 2 Videos klickt. Also macht es gut, bis denn. Ja, Leute, 4 Jahre hat es gebraucht und wir haben es geschafft. Wir haben jemand endlich interviewt. Yay! Yeah. Ach, du Typ.